Okay, ich muss also tatsächlich zurücklaufen. Wo komme ich da hinten wieder hoch, wo ich reingekrabbelt war? Das Nest war das erste. Ekelhaft. Ich will da nicht rein. Ich mag nicht mal Spinnenbögen. Das ist fast genauso schlimm. Also die Sound- und Musikuntermalung ist bisher sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Die Geräusche sind ja okay, aber was soll das denn sein? Jetzt habe ich eine Warteschlange, wo ich eine Telefonhörer, eine Telefonhotline bin. Nichts? Okay. Mal gucken, ob sie den Franzosen schon evakuiert haben. Ich befürchte mal nein. Obwohl, eigentlich müsste bestimmt was gemacht worden sein. Die Brücke nach rechts war ja zu. Ja, komm, das war auch so ein kleines Haus. Schatz. Ich renne nochmal zurück in der Hoffnung, dass er wieder da ist. Ich habe das vorher schon gesehen und dachte schon, hä, hängt da eine Truhe? Aber ich bin bestimmt zu nah ran. Oh, na toll. Das war bestimmt was super Geheimnis. Auf jeden Fall sah er so aus wie die Käfer. Mayday, Mayday, Mayday. Peyton, hier, Coronis Mitte. Erbitten umgehend Unterstützung. Sind Sie da? Bitte kommen. Coronis Mitte, ja. Hier spricht Peyton. Bitte kommen. Was gibt's denn? Peyton, kommen Sie sofort zurück. Ein Sturm der Imperatorklasse kommt aus dem blinden Sektor Nord-Nordwest auf uns zu. In 3 Minuten ist er hier. Sie müssen die Verankerungen der Basis mit Ihrem Mech kontrollieren. Seit dem letzten Sturm hatten wir dazu noch keine Zeit. Jim, kommen Sie zurück, sonst gibt's bald keine Basis mehr. Roger, Boss. Ich fliege. Peyton out. Da hast du dir ja einen tollen Job an Land gezogen, Jim. Sie müssen mit Ihrem Mech die Verankerungen der Basis überprüfen, bevor der Sturm hier ist. Sofort zurück zur Basis. Nur schon noch. Hey. Ich hab mich jetzt nicht mal mit.
als Schlagen aus, sondern ich laufe einfach nur gegen. Na, die Kurve war aber dolle eng. Wiederhole. Sturm der Klasse Imperator kommt aus blindem Sektor. Wir haben das Standbein in Zone 5 verloren. Die Verankerung in Zone 5 ist weg. Alle Kapseln in Zone 5 evakuieren. Wiederhole. Kapseln in Zone 5 sofort evakuieren. Ihr Koronis-Seite, alles klar bei uns. Spannseile gesichert, warten auf Stabilisierung der Verankerung auf eurer Seite, Koronis-Mitte. Roger, Mech ist im Anmarsch. Peyton, schnell, straffen Sie mit dem Greifarm Ihres Mechs alle drei Verankerungen. Zone 3 stabilisiert, aber unsere Hauptzentralisierer verlieren an Druck. Zone 2 muss gesichert werden. Schnell, schnell, schnell. Verdammt, Peyton, die Hydraulikleitungen sind geplatzt. Sie müssen zu Fuß raus und sie reparieren. In den Mech, sichern Sie die Verankerung. Immer mit der Ruhe. Los. Koronis Mitte, Zone 2 stabilisiert. Wir sind fast über den Berg. Peyton, nur noch eine Verankerung zu sichern. Beeilung, der Sturm ist fast down. Wir müssen die Panzertüren schließen. Zurücklassen, wo ich eure Drecksarbeit mache. Schnell! Koran ist stabilisiert. Wir haben es geschafft. Zehn Gamma aus Golden Tag gerettet. Verankerung gesichert. Panzertüren bereit. Warten auf Anweisungen. Koran ist Mitte. Macht die Türen zu. Panzertüren geschlossen. Verriegelung aktiv. Verdammt, das war knapp. Was ist mit dem Neuen? Das war knapp. Der hat ja nicht mal das Ritual über sich ergehen lassen müssen. Was für ein Ritual? Ich habe wohl mehr als genug gemacht bisher. Ich habe schon den Franzosen gerettet, weil kein anderer in der Lage war. Hey, genau, das ist der Empfang, den ich erwartet habe, beziehungsweise den ich verdient habe. Auf jeden Fall habe ich dafür Punkte bekommen, sehe ich gerade. Okay, Held der Stunde, du solltest auf deinem Hart einen Missionszielmarker sehen. Folge ihm einfach und docke deinen Mech in der Bucht an. Haben die nur zwei Mechs oder was? Der Franzose und ich? Jim! Gail hier! Dem Jubel nach funktioniert der Mech also, oder? Helfen dir die Kernretraktoren da draußen? Ja, ja, Kleiner. Toll gemacht! So. Jetzt soll ich nach unten, so wie es scheint. Was sagt man hat? Gibt's hier noch mehr? Nö, macht nicht den Eindruck. Na dann erstmal runter. So, wo gehe ich denn hin? Stimmt, muss ich in die Kommandozentrale. Ich habe gar nicht geguckt gerade. Zur Werkstatt könnte ich eigentlich auch mal gehen.
Ich hab viel Geld. So, sieht das richtig aus? Das sieht richtig aus. Ah, da bist du ja wieder. Ich hab ja nicht die ganze Zeit rumgestanden. Ja, das sagen sie alle. Liegt hier was Neues rum? Geht nicht danach aus. So, dann werde ich meinen Missionsbericht mal abgeben. Da ist er! La Roche und alle von der Coronis stehen tief in ihrer Schuld. Sie wissen definitiv, wie man Eindruck macht. Coronis Mitte, bitte kommen. Es ist ernst. Raus damit, Jay. Beobachtungskapsel 5 ist in der Schlucht außerhalb der Versorgungsreichweite verschwunden. Wir versuchen ein Bild von Kamera 8 zu bekommen, doch das Objektiv ist zugefroren. Ich stelle ein Rettungsteam zusammen, aber die Leute müssen wissen, wo sie die Haltegurte festmachen sollen. Ich schicke Peyton als Ersten nach unten und lasse ihn den Kontakt herstellen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Out. Peyton, Ihr Drink muss warten. Hier, ein Standard-Enterhaken, damit Sie in den Abgrund können. Los, ich will, dass die Leute lebend geborgen werden. Gute Arbeit da draußen, Mann. Kann ich ja wie bei Assassin's Creed oder Spider-Man mich hier gleich durch die Gegend hangeln in den Schluchten oder was? Da bin ich mal gespannt. Also langsam macht das Spiel auch nach und nach mehr Spaß. Auch wenn es bisher echt linear ist. Entweder waren die Wege versperrt oder da war nichts. Also bisher hat es sich nicht mehr gelohnt zu suchen. Los, sogar das ist das eine Ding, was ich nicht killen konnte. Da würde ich echt gerne mal wissen, was das. Oh, was das auf sich hatte. Ach, mach ich beim nächsten Mal, wenn ich sowieso runter muss. Nicht den Schnee essen, vor allem nicht den gelben. Deckung schützt dich vor gegnerischem Feuer. Na, das ist natürlich logisch. Das ist doch die Standard-Shooter-Regel Nummer 1.